Grünheide 2 gewinnt Nachbarschaftsduell. Die Handballmänner vom Grünheider SV 2 setzten sich in der Verbandsliga Nordbrandenburgs knapp mit 30:27 gegen die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf durch und verbesserten sich damit auf den 6. Platz. Am kommenden Samstag, den 4. März, steht für sie das Achtelfinale im Landespokal gegen den BSV Grün-Weiß Finsterwalde auf dem Programm.